Freitagmorgen, Newszeit. Aber heute gibt's keine News. Auch keine Kickstarter-News. Aber es gibt was zu gewinnen. Dranbleiben lohnt sich. Viel Spaß. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zu unserem Gewinnspiel-Video. 4000 Abonnenten, das heißt, wir sagen hier mehr als 4000 Mal Danke an dieser Stelle. Oh ja. Und dafür haben wir viele Verlage angeschrieben und haben jetzt ganze 10 Pakete zusammengestellt und die wollen wir euch jetzt ein bisschen vorstellen, denn es gibt für euch wirklich fette Gewinne. Ja, muss ich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 4000! Ja. Ich meine, klar, es gibt noch welche mit mehr, es gibt welche mit weniger, aber 4000 ist schön, ja. 4 Suchtis, 4000, ja, ihr seid dabei. Das heißt, nächstes Ziel 40.000. Genau. Ja, wir haben jetzt so schöne Pakete zusammengestellt, nämlich 10 an der Zahl. Und jedes dieser Pakete hat einen Mindestwert von über 70 Euro. Oh ja. Neupreis. Das heißt, wir haben hier in Summe mit den Spielen, die wir an unsere Steady-Unterstützer verlosen, in Summe fast 1.000 Euro Gewinnspielspiele. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1.000 Euro für 4.000 Abonnenten. Das heißt, bei 5.000 Abonnenten sind das ja auch wieder 25% mehr Gewinn. Jetzt wird's mathematisch. Ja, also bevor wir uns jetzt hier verstricken, wollen wir einfach nochmal ganz fett Danke, Danke, Danke sagen. Sehr geil, Leute. Ja, letzte Woche haben wir die 4.000 gerissen. Jetzt haben wir schon die 4.050 gerissen. Also 50 sind quasi im Fluge dazugekommen. Ist natürlich auch schön. Ja. Das freut uns sehr und wir wollen euch natürlich belohnen mit hier den Paketen. Und wir haben sie in Hashtag Paketnummer unterteilt. Ja, aber ihr müsst natürlich ein bisschen was dafür machen. Ja, das stimmt. Weil so ganz ohne Gegenleistung wollen wir dann die Spiele doch nicht raushauen. Wir sind natürlich interessiert an bestimmten Sachen. Ja, da wäre doch schön. Dennis, was ist dein Lieblingsformat auf dem Kanal? Oh, puh, Lieblingsformat, ja, schwierig, schwierig, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich finde alle gut. Ja, ist tatsächlich schwer zu sagen. Nein, also, es gibt viele Formate, die mir einfach Spaß machen. Und da wäre es jetzt schön zu wissen, was ist denn euer bevorzugtes Format? Was ist vielleicht ein Format, was ihr immer anschaut oder wo ihr dazugekommen seid, wie ihr vielleicht auf uns aufmerksam geworden seid? Das wäre schön mal zu wissen, so ein bisschen, was verbindet euch mit uns? Was ist ausschlaggebend, dass ihr uns schaut? Ich meine, das Interessante ist ja, wir kennen ja die Aufgetischt von uns allen nicht. Es sei denn, wir spielen natürlich die Spiele, klar. Ja. Aber jetzt, wenn Rüdiger irgendwas spielt, das weiß ich nicht. Deswegen gucke ich auch Rüdiger an und gucke, das hat er gespielt. Interessant, ne? Also das ist halt, wir Suchtis gucken uns tatsächlich auch immer wieder, ne? Ja, ist auch immer wieder schön, bei anderen reinzuschauen. Deswegen wäre es natürlich da wunderbar, wenn wir wüssten, was euch besonders gut gefällt. Genau. Natürlich Aufgetischt schon ein sehr geiles Format, weil man einfach so locker von der Leber weg, von Erlebnissen am Tisch berichten kann. Und das ist schon, irgendjemand hat auch unter Aufgetischt geschrieben, es wäre doch schön, wenn ihr mehr zusammen vor der Kamera seid. Also egal, ob jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert und Aufgetischt irgendwie zusammen machen. Ja, das wäre natürlich wieder dann möglich, wenn man irgendwie gemeinsam irgendwo ein Wochenende durchzockt oder wie auch immer und gemeinsam 10 Spiele hat oder mehr als 10 Spiele hat, die man dann zusammen, über die man zusammen berichten kann, dann wird sich's natürlich wieder anbieten. Ja, stimmt. Die Zeiten kommen hoffentlich auch wieder. Richtig, ja. Ja, das Zweite, was wir von euch wissen wollen. Genau, Zweite ist Wünsche. Was wollt ihr denn noch von uns sehen oder was wollt ihr mehr sehen? Ja. Genau. Ist es eine Mottenkiste, die ihr vielleicht mindestens einmal im Monat wieder haben wollt? Ist es vielleicht eine ganz andere Formatidee, die euch irgendwie umtreibt, wo ihr sagt, das wäre mal cool, wenn das jemand macht? Ich muss immer wieder aufpassen an dieser Stelle. Solche Wünsche hat uns zum Beispiel eingebrockt, die Mega-Top-Liste. Ja. Und das war ja ein Brecher und auch ein riesen Organisationsverwaltungsaufwand und das hat der liebe Tom uns eingebrockt, inzwischen festes Bestandteil unserer Spielegruppe und ein guter Freund geworden. Und er hat uns das damals als Zuschauer eingebrockt. Ich muss immer noch drüber schmunzeln, weil ich es immer noch lustig finde und eigentlich das Format auch lustig fand. Ja, ja, stimmt. Da kommt jetzt bestimmt wieder drunter, was sind eure All-Time-Favorites? Also mit denen rechne ich ja irgendwie schon fest, also enttäuscht uns nicht. Nee, also was sind Wünsche, was ist was, was euch umtreibt? Das kann auch sein natürlich ein, hey, schaut, dass er irgendwie einmal im Quartal irgendwie was live macht oder wie auch immer, auch da
schmieden wir gerade fleißig Pläne. Richtig. Und ab und zu purzeln ja irgendwas wie der T-Talk oder die Quickshots oder so mal doch aus unserer Feder. Genau. Und dann, aber ja. Ja, und dann kommen halt solche Quatschideen, wie unsere Quickshots entstehen, auf Reisen zu Presseevents. Richtig. Auch sowas tatsächlich, was dieses Jahr mir persönlich gefehlt hat. Oh, ja. Das ist natürlich hier schon wieder ein Jahresrückblick, ja, was ja, nichts stimmt. direkt mit den 4000 Abonnenten zu tun hat. Aber ja, es ist irgendwo auch das Miteinander, euch zu treffen auf das Spiel oder auf sonstigen Veranstaltungen. Das war immer irgendwo ja. was Spaß gemacht hat irgendwie dieses Jahr. Deswegen, fehlt alles. Richtig, deswegen braucht man andere neue Formate vielleicht auch, ja. die euch interessieren. Und da seid ihr gefragt. Genau, jetzt ja. fangen wir mal mit den Paketen an. Vielleicht fällt uns ja zu manchen Spielen sogar noch was ein, dass wir noch eine Frage stellen. Ja. Wir werden natürlich ganz am Schluss nochmal alle Fragen zusammenstellen und euch auch nochmal die entsprechenden Pakete vielleicht kurz auflisten. Genau. Wichtig, ihr merkt euch Gatter, beziehungsweise Hashtag. Also dieses komische, für die Musiker, das Kreuz. Das Kreuz, das Fist, Cis oder Gis. Genau, dieses Gatter Raute. Und danach... Raute wird es genannt beim Telefon. Ah, genau, Raute, richtig. Ja. Und danach kommt die Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Und wir werden dann in 2 Wochen, kurz vor Weihnachten, entsprechend die Gewinner ziehen. Genau. Das genaue Einsendedatum oder das genaue Datum, bis wann ihr mitmachen könnt, werden wir euch noch in die Kommentare schreiben und beziehungsweise einblenden am Videoende und ja. dann wisst ihr, bis wann ihr einen Kommentar verfassen müsst. Alright. Fangen wir an mit Hashtag 1. Richtig. Hashtag 1. Ein Spielepaket mit 4 Spielen an der Zahl. Mhm. Da haben wir zum einen Push von Ravensburger. Ja. Ein kleines Spiel für 2 bis 6 Spieler, Kartenspiel und... Der Witz ist, wir haben es noch nicht gespielt. Richtig. Eigentlich müssten wir es hier... So. Nein, aber das kriegt ihr und dann könnt ihr sagen, wie ihr es findet. Man hat ja eigentlich relativ viel Positives davon gehört, ne? Ja. Zweites Spiel im Paket ist Exit, das Tor zwischen den Welten. Ja. Das neueste Exit, ich habe es schon gespielt, ich fand es cool. Ja. Hat wieder Spaß gemacht. Fortgeschritten ist das so Cthulhu-like, oder? Gefällt? Nein, aber ein bisschen Zeitreise. Ah. Also eigentlich Thema genau für dich, Dennis. Ah. Ich nehme es mit. Dann haben wir hier ein kooperatives Spiel von Urtis Sulinskas. Ich bin gerade überlegen, ist das nicht der Autor von Speedy Roll? Ah, das ist sogar der tschechisch sein. Der, ich glaube, der Weißruse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, okay, dann ist Sulinskas, ja. Way to Go, kooperatives Spiel von Queen Games, bei dem einer zeichnen muss, beziehungsweise den Weg finden muss. Genau. Und zum weiteren hier, Fitzek Safe House. Ja. Da fängt Dennis an zu sabbern, weil er hat es noch nicht gespielt. Das stimmt ja, das ist ja Safe House, nicht die Killer Cruise. Auf dem Schiff war ich schon, aber nicht hier im Büchlein. Ja, also hier ist definitiv eher so in Richtung Familienspiele dieses Paket. Hashtag 1 für Way to Go, Fitzek Safe House, Push und Exit. Ich schiebe weg. Jetzt kommt Hashtag 2. Wir haben hier Spielepakete zusammengestellt mit, wenn ich es richtig sehe, 3 oder 4 Spielen. Hier haben wir jetzt ein Dreierpaket. Oh, zum einen mit dem schönen Copenhagen Roll and Ride. Genau, das Roll and Ride zu Copenhagen. Ganz einfach erklärt. So, einmal Hahn. Hahn. Von Abacus Spiele. Ist aber nicht Solo, ne? Nicht Hahn Solo, nein. Man kann es mit 2 bis 5 spielen, ja. Hahn, 2 Häuser bringen Punkte in den Provinzen. Achso, nee, es war schon eine Erklärung. Ja, das hier und... Auch tatsächlich noch nicht gespielt, ne? Ja, nee. Und dann haben wir noch die Magnificent Flying Machines von Richard Denning. Die sind cool, ja. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, das Paket Nummer 2, Hashtag 2. Ja. 25 Jahre Abacus-Spiel ist das hier. Ja, dann schönes Paketchen. Jetzt muss ich schauen, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Ja, Hashtag 3. Ist ein Paket, da würde ich mich auch drüber freuen. Aha, da haben wir noch ein Paket. Da haben wir zum einen Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, die Erweiterung das für alle, die Herr der Ringe schon haben. Genau, die Schurken von Eriador. Und zwar haben wir hier Dunkelzahn und noch weitere Gulgota, Arthurin mit dabei. 3 neue Schurken. Genau. Dann Dennis' geliebtes Fitzek Safe House Würfelspiel. Ja, das Spiel, das wir hausholen mussten. aber trotzdem sehr viel Spaß macht, auch ohne. Dann haben wir hier ein Stichspiel von Skellig Games mit dem Titel Oracle von Stefan Dora. Richtig, genau, ein Stichspiel, wie schon gesagt. Und eine wundervolle Welt von Kobold. Ja. Ja.
Das auch ein schönes Spiel richtig, für die Familie. Was über, wollten wir was überlegen, aber mir ist nichts eingefallen. Könnte man tatsächlich mal wieder spielen. Ja, stimmt. Ein schönes Drafting-Spielchen. Ja. Auch definitiv eine gute Wahl. Auch ein schönes Set. Richtig. Das war jetzt Hashtag 3. Genau. Die Seite. Wir nehmen es zur Seite. 4 war. 3. Hashtag 3. Jetzt kommt Hashtag 4. Jetzt muss ich schauen, dass ich nichts Falsches hier das nehme. Das ist das hier. Jawohl. Aha. Wir haben hier das kooperative Spukstaben aus dem Hause NSV. Mhm. Ein kleines Wörtchenspiel. Dann haben wir, eigentlich ist das jetzt so ein bisschen die asiatische Packung hier. Ja, so ein bisschen. Mit Sengan und Tajuto. Tajuto? Tajuto, okay. Genau, wir haben es, glaube ich, irgendwann in den Dingen richtig ausgesprochen. Ich glaube, wir haben es gequickt. Also es ist gequickt schon. Tajuto. 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 Man muss mit Tajuto. Gut, die hier die Asien- oder Japan-Packung. Genau. Mit Zen-Garden, ein Blättchen-Liegespiel und Tajuto. Tajuto. Mit einem Fühlspiel, bei dem wir die Tempelanlagen aufbauen. Die Pagode. Finde ich auch sehr, sehr cool gemacht von der Art. Ja, hat was gemeinsam, nämlich die Pagoden. Ja, stimmt. Das so Thema bisschen, ja. Und das hier für unsere Japan-Fans. Hashtag 4. Ja, ist auch mehr Familien. Ja. Lastig, würde ich mal sagen. Man muss dazu sagen, wir haben eher so viel Familienspiele. Ja, eine Mischung. Aber das heißt ja nicht, dass das Kennerspieler und Expertenspieler als Absacker nutzen können. So, jetzt kommt Hashtag 5. Auch wieder ein sehr lecker Paketchen. Oh ja. Da haben wir noch einmal das kennen wir doch. Push hier. Ja, das Push hier mal rüber. Push it to me. Tupfehler. Ah. Mh. Auch sehr schön. Pushfehler. Nein, Tupfehler. Und des Weiteren gibt es kein Zurück. Oh, No Return. Mit sehr vielen Domino-Plättchen eigentlich. Volles Material. Ja, doch. Irgendwann müsst ihr den Punkt finden, an dem ihr kein Zurück mehr findet und andersrum alles machen müsst. Und der perfekte Moment. Eines unserer Highlights von 2020. Ja, ein ganz tolles Spiel. Der perfekte Moment von Korax Games. Ja. Von Anthony Nouveau. Ein französischer Autor. Ein tolles, deduktives, wie positioniere ich möglichst ideal meine Charakter und mache dann ein Bild. Und tatsächlich spielt hier das Smartphone eine wichtige Rolle für das Bild am Ende. Das heißt, quasi, für alle, die nicht auf das Handy am Tisch verzichten können, hier habt ihr wenigstens einen Grund dazu. Ja. Ja, tatsächlich nur fürs Foto. Ja. Jetzt wollte ich hier die Cigar-Boxes machen, aber ich mache es nicht, weil die sind alle unterschiedlich. Weil dieses ja, wirklich ein tolles Paket. Wunderbar. Auch ich glaube, ich starte jetzt mal. Ja. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, das heißt, das war Hashtag 5. Richtig. Jetzt kommt Hashtag 6. Und da haben wir ganze 4 Spiele und auch wieder hier Bekannte mit dabei. Sag mal, das Push ist doch irgendwie... Da pushe ich nochmal einen Push, oder? Da will doch irgendjemand hier pushen, ja. Das möchte jemand pushen. Don Carlo. Aha. Welche Familie hat den größten Einfluss von Moses? Und wir haben es noch nicht gespielt, schade eigentlich. Nein. Ein Kartenspiel für 2-4 Spieler mit dem kleinen Moses Schuber. Mhm, Tiere werden immer gern genutzt, ne? Für sowas. Saga niemals nie. Ja. Der neue Uwe Rosenberg dieses Jahr... Mit vielen schönen Blättchen, Klangscheiben, macht viel Spaß, ein tolles Spiel, sowohl für die Familie, als auch, ich würde es eher für Kenner sehen. Leichtes Kennerspiel. Ja, schön. Tja, und noch ein Bekannter, nochmal Zen Garden. Zen Garden kommt auch nochmal mit dazu. Schön. Ja. Ja, da haben wir ja schon was gesagt. Genau. Auch wunderschöne Box. Ja. Nummer 6. Ja. 6 war das jetzt. Jawohl. So, passt das noch bei dir das so? Das passt alles. Und jetzt haben wir die 7 und die 8. Und das Lustige was, ist, die 7 und die 8? Und die 8 sind quasi gleiche Pakete. Ach so, okay. Die 7 hat einmal Copenhagen Roll and Ride. Kommt mir bekannt vor. Way to go. Kommt mir auch bekannt vor. Beides mal Queen Games. Und jetzt ein großes Codenames Duet XXL. Ja, alles ein bisschen größer. Alles für Leute, die ein bisschen das Ganze größer haben wollen. Habe ich tatsächlich auch selber schon gespielt in der großen Variante, als ich im zusammengewürfelt war. Sieht schon sehr cool aus, wenn das auf dem Tisch liegt. Viel Platz ein, ist sehr präsent. Natürlich super cool für Partys. Man sieht hier hinten drauf den Größenunterschied.
die Karten sind quasi von der Fläche mehr als doppelt so groß. Und das ist natürlich schon sehr cool, gerade wenn man es irgendwie so im Vorbeigehen spielt. Ich meine, Codenames bietet sich ja an, dass man es auf einem Geburtstag spielt zum Beispiel. Und die zwei Geheimdienstchefs sitzen am Tisch und der Rest läuft quasi immer wieder vorbei. Ja. Die eine Hälfte spielt bei der einen Mannschaft, die andere Hälfte bei der anderen Mannschaft. Wenn man gleich viel Männlein und Weiblein hat, kann man Männer gegen Frauen spielen. Also ich denke, bei vielen Spielern macht diese große Version Sinn, aber bei Zweien, das ist dann wahrscheinlich erst ab 80 ja. sinnvoll. Wobei, man kann es ja trotzdem mit mehr spielen, nur es ist kooperativ. Ach so, ja, okay. Ja, wunderbar. Zwei Spieler heißt nicht unbedingt zwei Spieler, sondern zwei Teams. Richtig, zwei Teams, kooperativ. Okay. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Das ist diese Variante. Und jetzt habe ich gesagt, die sind fast gleich. Ihr werdet sehen, warum fast. Warum fast? Benni, sag's uns. Jetzt kommt nämlich Hashtag 8. Hashtag 8. Copenhagen. Wer hätte es gedacht? Way to go. Way to go. Und jetzt nicht Codenames Duet, sondern Codenames XXL. Aha, das normale und Ursprungs-Codename. Nicht Pictures, sondern mit Buchstaben. Names. Ganz normale Codenames in der XXL-Variante. Und ansonsten gleich. Das heißt, wollt ihr Duet, nehmt ihr Hashtag 7. Ja. Wollt ihr Codenames in XXL, Hashtag 8. Ja. Wunderbar. Das Paket Nummer 8. Der Vladach Vatjil hat hier wieder einiges. Und jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Hashtag 9? Nein, noch nicht, aber gleich. Hashtag 9, ja, haben wir. Doch, kein Problem, aber das Problem kommt gleich. So, verstehe. Bei Hashtag 9 haben wir... Aha. Tanto cuore. Tanto cuore Oktoberfestu. Heißt das hier ungefähr auf Japanisch. Aber es heißt Oktoberfest. Ja, das ist die Standalone Expansion für Tanto Cuore. Ja, aber kann man auch, wie gesagt, Standalone spielen. Ja, dazu packen wir Quicks und einmal die neuen Bonusblöcke. Aha, Verkehrung, oder? Nee, doch nicht. Sah gerade so aus. Und definitiv eines der Highlights unseres Gewinnspiels. Die Insel der Katzen. Ja, der Katzeninsel, richtig. Okay. Schön. Ah, ist es nicht ein schönes Spiel? Hm. Ja, ja, ja. Ich wundere mich immer noch über die Schachteldicke. Ja, es ist aber tolles Material. Ja. Die Box ist gut voll, vor allem wenn man die Erweiterung mit reinpackt, da geht fast nicht mehr alles rein. Ja. Tolles Spiel, auch eines der Highlights. Also wir haben hier wirklich zwei sehr schöne Highlights mit drin, mit gerade mit Der perfekte Moment und Insel der Katzen. Mhm. Wirklich sehr, sehr lecker. Ja, cool. Das war jetzt Hashtag Nummer 9. Ja, und jetzt haben wir ein Problem mit Hashtag Nummer 10. Oh, ist nicht alles da, oder? Ja, denn wir haben bei Hashtag Nummer 10 nur eine böse Kuh. Ja, die hat wahrscheinlich alles gefressen. Ja, die böse Kuh war so böse, dass sie die anderen drei Spiele einfach mal dafür gesorgt hat, dass sie noch nicht bei uns angekommen sind. Okay. Aber... Warte mal, blendest du es dann hier ein, oder? Hier so. Ich blende das jetzt hier mal vor uns ein. Unser erstes Spiel. Ist Pharaon. Ah, ja, Pharaon. Pharaon von Pegasus. Hier sieht man's. Des Weiteren Andu. Gipfel ohne Wiederkehr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das müsste also das Neueste aus der Serie sein. Mhm. Und dann auch eher eine Kategorie Schmackofratz. Mhm. Flügelschlag, die Ozeanien-Erweiterung. Ah, das ist nicht Milka, ne? Nein, das ist nicht Milka. Das ist die gelbe. Die gelbe jetzt. Oder die Orange. Neueste, dieses Gelb-Orange. Ja, Gelb-Orange. Ja, also diese drei Spiele neben Böse Kuh sind leider noch nicht bei uns angekommen. Zum Zeitpunkt des Drehs sind uns aber von Pegasus bzw. von Feuerland zugesagt. Das heißt, ihr werdet die Spiele definitiv bekommen, wenn das Ganze verlost wird. Wir werden dieses Paket verlosen. Sollte da irgendwas schief gehen, werden wir für Ersatz sorgen. Ja. Könnt ihr euch drauf verlassen. Ihr habt hier bei Hashtag 10 keine Luftnummer. Also das, was ihr hier jetzt eingeblendet und hier in meiner Hand seht, ist quasi Hashtag 10. So ist es. Das jetzt mal die Übersicht über unsere 10 Pakete. Muss man hier hinstellen. Wir haben ja lange überlegt, wie wir das Ganze tatsächlich machen, dass ihr schnellstmöglich an euren Gewinn kommt. Und wir haben lange hin und her überlegt, wir hätten es gerne gehabt, dass ihr vor Weihnachten noch drankommt. Haben dann aber festgestellt... Wird knapp und DRL hat garantiert sehr viel zu tun, je nachdem, wo wir es halt so schicken. Genau. Vermutlich DRL. Und dann machen wir das Weihnachtsgeschenk ein bisschen anders und machen da halt eher den Einsendeschluss. Richtig. Einsendeschluss ist der 24. Dezember um 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Das heißt, alles, was vor 0 Uhr eingeht, wird entsprechend berücksichtigt im Gewinnspiel. Wir werden dann nach Weihnachten irgendwann im Zeitraum 28. bis 30. die Gewinner ziehen.
Vielleicht machen wir das Ganze auch irgendwie in einem Livestream. Man weiß ja nicht, wie wir das Ganze, noch nicht, wie wir das Ganze umsetzen. Mhm. Aber irgendwie werden wir das Ganze interessant entsprechend umsetzen. Vielleicht auch wieder mit unserem Rädchen, das wir ja schon mal gemacht haben. Das fand ich irgendwie witzig. Sämtliche Gewinner natürlich dann benachrichtigen. Das Problem ist, selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir lassen das Gewinnspiel nur eine Woche laufen bis zum 18., bis ihr benachrichtigt seid, bis wir quasi den Gewinner ziehen, dann irgendwann kurz vor Weihnachten, bis ihr benachrichtigt seid, ihr uns die Adresse zurückgeschickt habt, bekommt ihr euren Gewinn wenn es gut läuft, erst kurz vor Silvester, wenn es hinhaut. Das Schöne ist, während der Weihnachtszeit hat man ja meistens frei. Das heißt, ihr könnt bis dahin was an uns schicken und wir können das Ganze dann in der Zeit bearbeiten. Genau. Und versuchen das natürlich schnellstmöglich zusammenzustellen dann und die Gewinner zu ermitteln. Und natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, was ihr uns da als Kommentare, als Feedback gebt. Richtig, in Form von, was ist euer Lieblingsformat? Und was sind eure Wünsche? Wie seid ihr zu uns gekommen oder was wünscht ihr euch von uns? Sei es neue Formate, neue Ideen, was auch immer. Seid möglichst kreativ. Es gibt keine schlechten Ideen. Es gibt nur vielleicht Ideen, die uns besser und Ideen, die uns weniger gut gefallen. Ich denke, wir werden dann so alles Mögliche raussammeln und auch welche nennen. Ne? Ja, natürlich. Wenn dann hier Kommentar XY von XY ist, dann werden wir das auch erwähnen, denke ich mal. Richtig. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie wir es im Team entsprechend umgesetzt bekommen. Ja. Aber sag niemals nie irgendwie, das ist das Positive bei uns. Dadurch, dass wir zu 14, erfindet sich immer irgendjemand, der für einen gewissen Quatsch zu haben ist. Definitiv. Ja, und das war es jetzt tatsächlich schon hier von unserem super Gewinnspiel zu den 4000 Abonnenten. Ja. Und wer uns noch nicht abonniert hat, drückt auf den Abo-Button. Klick. Und hinterlasst uns damit einen zusätzlichen Abonnenten. Das bedeutet für uns natürlich wieder mehr Reichweite. Mehr Reichweite bedeutet natürlich auch, dass wir wieder entsprechend Möglichkeiten bekommen, sei es zum Beispiel solche Gewinnspiele zu veranstalten oder auch vielleicht sonstige gemeinsame Aktionen mit Verlagen, mit anderen Bloggern, wie auch immer. All das unterstützt uns, egal ob es ein Abo ist, ob es ein Unterstützen auf Steady ist. Ja. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Alle Steady-Unterstützer mit einem monatlichen Betrag von 5 Euro, die zum Zeitpunkt dieses Videos uns unterstützen, werden ein Spiel von uns zugesandt bekommen. Hm. Und ihr dürft gespannt sein, was das dann sein wird. Zumindest diese Unterstützer. Und alle, die jetzt denken, vielleicht wäre es da doch was. Seht es einfach so, ihr bekommt für euren monatlichen Obolus, den ihr uns zukommen lasst, natürlich dann am Ende des Jahres ein entsprechendes Weihnachtsgeschenk und damit auch einen Teil des Geldes wieder zurück. Quasi. Weil wir wollen uns ja da an dieser Stelle dann ganz herzlich bei euch natürlich bedanken für die Unterstützung, für das entgegengebrachte Vertrauen und Wir freuen uns, ihr freut euch, wir bringen mehr und so weiter und so fort. Alle sind glücklich. Ja, und dann feiern wir vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr schon die 5000. Wer weiß. Das wäre cool. Und da fällt uns bestimmt wieder was Tolles ein. Vielleicht mit eurer Hilfe. Und bis dahin sagen wir jetzt an dieser Stelle tschüss. Frohes Fest, ja. Ja, genau. Wunderschöne Weihnachtstage, eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau. Und wir sehen uns nach Weihnachten dann hier zur Ziehung der Gewinner. Richtig. Dieser 10 tollen Pakete und hoffen damit vielen eine Freude machen zu können. Genau, also nicht vergessen, Hashtag und die Nummer von Paket, das ihr gerne haben wollt. Bis dann 24. das Ganze in die Kommentare hier auf YouTube. Genau, und dann mit Lieblingsformat und Wünsche. Und dann sehen wir uns hoffentlich zur Ziehung und bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und bye bye.